Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich den denn jetzt schon? Gefühlt doch auch schon eine Ewigkeit, oder? Ich weiß das gerade gar nicht, wie lange ich den schon habe. Ein halbes Jahr auf jeden Fall schon. Dann habe ich mir den fast da bestellt. Damals noch über Amazon. Mittlerweile habe ich mir auch schon direkt was über dieses Versandhaus bestellt. Was einfach praktischer ist dann. Und du nicht noch zusätzlich den Amazon-Kosten tragen darfst. Und das Paket außerdem nicht mit Hermes verschickt wird, sondern mit der Deutschen Post. Was im Falle meiner Pakete definitiv besser ist, weil die Deutsche Post geht noch wenigstens sorgsam mit den Paketen um. Zumindest unser Briefträger. Unser Briefträger ist sowieso der beste Briefträger, den man sich wünschen kann. Der macht es wirklich noch nicht so wie andere Leute, die so leiharbeitsmäßig bei der Post arbeiten. Sondern der ist noch wirklich erst Briefträger mit Leib und Seele und das merkt man auch. Der hat immer ein Lächeln dabei, wenn er Pakete abgibt und so weiter. Und redet dann auch kurz mal mit Leuten und solche Briefträger sucht man heute eigentlich eher sehr selten. Gibt es kaum noch. Vor allem je größer die Stadt, desto seltener findest du welche. Und ich habe es aber auch das Gegenteil mitgekriegt. Es gibt auch Briefträger noch, die sogar, wenn sie schon sehen, die am Nachmittag kommen sie von ihrer Route her irgendwo Spezielles vorbei, wo der DHL dann seine Pakete ablagert, die er, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, nicht zustellen konnte. Ja. Es gibt ja auch die Briefträger, die einfach, oder die Boten, das ist dann wirklich meistens Hermes oder ähnliches. Erhobener Zeigefinger. Das ist sehr fies, diese Methode. Und sehr unangemessen. Die einfach im Auto sitzen, den Zettel ausfüllen, wir haben sie nicht angetroffen, und den in den Briefkasten schmeißen. Und dann jedes Mal so richtig schön überrascht sind, wenn dann doch jemand zu Hause ist und dann so mit verschränkten Armen an der Tür steht und sagt: Was soll denn jetzt der Kack? Ich würde gerne mal ein Paket haben und nicht einen Zettel, dass sie mich nicht erreicht haben. Ich bin noch da. Und sowas kommt öfter vor, als man denkt, ja. Da denkt man sich schon so, ob das wirklich sein muss. Und vor allem manchmal sich die Zusteller damit nur noch mehr Arbeit, weil sie die Pakete dann am nächsten Tag zusätzlich auch noch ausfahren müssen. Wer auch immer sich dieses System ausgedacht hat, das ist auch nicht wirklich besser. Aber naja. Bin ich froh, wenn eigentlich ein Paket, auch wenn der Versand mit der Deutschen Post erfahrungsgemäß sehr viel teurer ist, wenn ich ein Paket mit der Deutschen Post versenden kann, weil ich da wenigstens das Paket bei meinem po Stammpostboten in sicheren Händen fühle. Sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir zum Beispiel bei anderen Versandhäusern was bestelle, wie zum Beispiel ein Versandhaus, was dann speziell für eigentlich für Musik gedacht ist. Thomann, also ohne Witz, das ist den Service, den die bieten, da kann sich alles andere eine gehörige Scheibe von abschneiden. Die sind genauso schnell wie Amazon Prime. Das bei kostenlosen Versand. Und das zu einer Bearbeitung für deine Online-Bestellungen zu normalen Arbeitszeiten. Das heißt, die sind nicht so wie bei Amazon, wo die eh wissen, dass die Leute zu unmöglichsten Zeiten shoppen gehen und dann so um 23 Uhr eine Bestellung eintrifft, die dann automatisch verarbeitet ist und dann wird das dann halt im E-Mail-Postfach sozusagen abgelagert und dann der Reihe nach am nächsten Morgen abgearbeitet. Und das dann, wenn ich am Donnerstag um 21 Uhr was bestelle, das dann am Samstag mit der Post kommt. Das ist einfach Wahnsinn. Weil die bearbeiten das dann am Freitag, am Morgen, schicken das dann noch am Freitag mit der Morgenpost los, dass das in die nächste, dass das halt noch möglichst weit durch Deutschland kutschiert wird und dann bei der nächstgelegenen Verteilerstation abgeladen wird und dann am nächsten Tag direkt zugestellt werden kann. Bei Amazon ist das anders.
Die lassen sich dann, wenn es nicht Prime ist, wo die Leute dann halt noch extra was dafür zahlen dürfen. Mit Prime geht das auch über Amazon so. Allerdings mit irgendeinem Zusteller, der halt am schnellsten ist. Und Roman schafft es mit der Deutschen Post mit DHL Standardversand, den gleichen Service zu bieten, ohne Aufpreis. Und das ist einfach fast ist es sensationell. Ich bin äußerst zufrieden dort. Wenn ich wieder irgendwas Tontechnisches brauche. Also ich habe ja meine Mutter Monika. Dieses gute Stück hier. Die ist ja auch von Thomann. Sieht man hier sogar. Da steht Thomann drauf. Das ist keine Produktplatzierung. Die habe ich auch bestellt an einem Dienstag um 10 Uhr abends und das Ding ist am Donnerstag da gewesen. Und ich weiß nicht, wie die das schaffen. Und das zweite ist das Aufnahmegerät, das ich bis die Folge kommt wahrscheinlich schon vorgestellt habe. Was ich mir gegönnt habe, weil mir die Soundqualität vor allem von Gili Koch vom Neusiedler See absolut nicht gefallen hat. Weil man halt teilweise wirklich mit dem Camcorder selber nichts versteht. Mit dem Bild bin ich auch nicht so richtig hundertprozentig zufrieden, aber naja. Ist halt irgendwie die Tiefen und Schärfe. Aber momentan, sag ich mal so, bin ich nicht in der Lage, viel bessere Investitionen da zu schaffen. Und sonst, wenn du es auf ein Stativ stellst, wie zum Beispiel die Sonnenaufgangsaufnahme, das hat ja auch super funktioniert. Und was man zugutehalten muss, der Akku von dem Teil ist echt sensationell. Ich habe den am gesamten Urlaub am Neusiedler See, glaube ich, nicht ein einziges Mal aufgeladen. Und bin mit 50% Akku bei über einer Stunde an Aufnahmen rausgegangen. Man war da sogar weitaus mehr als über eine Stunde. Sonnenaufgang waren 17 Minuten, glaube ich. Jetzt so ziemlich. Weiß ich nicht, kann sie nicht beurteilen. Das war ein Zeitraffer. Dann das Let's Cook war über eine halbe Stunde. Rohmaterial. Der Sonnenuntergang war mindestens auch eine Viertelstunde. Und dann kam da noch jede Menge andere kürzere Clips dazu. Also das Ding war sicherlich 2 bis 3 Stunden im Betrieb. Und hat irgendwas aufgenommen. Das einzige, was halt wirklich katastrophal ist, ist das Mikrofon. Aber dafür habe ich mir jetzt das andere Equipment gekauft. Was ich denke ich eine ganz gute Ergänzung dann darstellen sollte. Vor allem, weil ich das Aufnahmegerät an sich eben als Mikrofon an sich einsetzen kann und halt dann für, wenn ich alleine damit das Knopfmikrofon anstecken kann. Das ist ist denke ich eine ganz praktische Handhabung des Ganzen. Und ich glaube fast, dass ich hier das ein bisschen anders mache, dass ich hier reingehe. Dass wir nicht einen großen Hügel haben, sondern halt wirklich eine kleine Landschaft. Muss ja nicht immer so sein, dass wir hier so einen klassischen Hügel an sich haben. Ja, das Aufnahmegerät an sich ist auch von Thomann. Habe ich echt dann gemerkt, was für einen Unterschied das macht, wo man bestellt, weil ich habe das Knopfmikrofon und das Aufnahmegerät innerhalb von 10 Minuten gekauft, das eine bei Amazon und das andere eben bei Thomann. Und ja, was soll ich sagen, das eine hatte ich am Samstag, das andere am Montag. Ist jetzt auch ein bisschen fieser Vergleich, weil eben Wochenende dazwischen war, aber naja, schäm dich Amazon, Geld für etwas zu verlangen, was andere als Service verstehen. Selbstverständlichkeiten. Zumindest habe ich den Eindruck, dass das
bei anderen Versandhäusern als Selbstverständlichkeit gilt, das Paket ohne irgendwie Geld dafür zu verlangen, möglichst früh dem Kunden zuzustellen. Die Lieferung. Naja. Und die Zahlungsmethode PayPal ist mir irgendwie sehr viel angenehmer als das Ganze, was man bei Amazon machen kann. Was ich auch dazu sagen. PayPal ist ungemein praktisch. Wirklich ungemein. Für mich zumindest. Ich benutze es sehr häufig sogar. Das muss ich hier allerdings dann wieder langsam wieder zurück. Dann ja, noch ein Stück weiter. So, gut, und dann kann man hier das so reinmachen. Perfekt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt dann. Ich war, glaube ich, bei Online-Zahlungen. PayPal und PaySafeCard finde ich mega. Und andere Zahlungsmethoden im Internet ist eher so eine kritische Sache. Ich meine, Konto verknüpfen musst du bei PayPal am Anfang auch. Aber ja, da hast du wenigstens noch eine Übersicht und kriegst bei jedem Bezahlvorgang eine Mail, während du dann quasi für jeden Bezahlvorgang von jedem einzelnen Haus, wo du was bestellst, externe Mail kriegst, ist das halt echt ziemlich doof. Da findest du nämlich unglaublich schnell einen Überblick. Und wenn du dann halt bei PayPal das selber Monatsauszüge drucken kannst, dann hast du auch noch alles ganz gut im Überblick. Noch dazu, dass eben so beim Vergleich, was natürlich am besten ist, ist Nachname. Ja, Nachname hast du nämlich dann mit Abstand das mit dem Geld noch am besten unter Kontrolle. Das Problem ist nur, dass Nachname extra kostet im Normalfall. Und nur noch äußerst selten überhaupt angeboten wird von den Versandhäusern. Wahrscheinlich, weil es damit halt immer wieder schlechte Erfahrungen gibt. Und ja, man das Risiko natürlich möglichst gering halten will. Andererseits verstehe ich halt die Kunden nicht, die zum Beispiel noch so denken wie meine Mom. Was ich auch wiederum voll und ganz nachvollziehen kann. Ja, wenn ich es halt direkt beim Kauf zahle, was ja eigentlich mit PayPal und Bankeinzug und diese ganzen Online-Möglichkeiten zu bezahlen, Kreditkarte oder so, das ist das Geld sofort beim Versandhaus oder so. Ja, und wenn dann das Paket nicht kommt? Ja, was willst du denn sagen? Dass das Paket nicht angekommen ist, kann ja jeder behaupten. Du hast halt Sicherheit, wenn du das Paket erst zahlst, wenn es da ist. Das läuft dann irgendwie so, dass ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber man zahlt das Geld ja dann quasi der Post direkt. Wahrscheinlich ist es dann so, dass die Post das Paket vorstreckt und dann zu Hause nochmal abkassiert. Also quasi das Geld wieder reinholt und da dann als Sicherheit noch, glaube ich, ein paar bisschen Gebühr dazukommen, weil zumindest wenn du es beim Versand mit Nachname einsagst, ist es gleich mal ein Stück teurer. Bei PayPal hast du zwar irgendwie auch die PayPal-Gebühren, aber ja, das ist jetzt nicht, es ist relativ gering, sage ich mal, die Gebühren. Deswegen ist sofort die Überweisung halt das Billigste, aber ich mag halt nicht eben Bimbo, da die Kontodaten geben im Internet, das macht man halt nicht, also zumindest sehe ich das so. Genauso wie Zeitungen. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn du irgendwelche Zeitschriften abonnierst, als zum Beispiel früher so,